Es werden in vier Kategorien von Vergebung unterschieden in der Bibel, und das ist extrem wichtig, stringent und eindeutig unter diesen vier Arten von Vergebung zu unterscheiden, denn ansonsten entstehen falsche Lehren. Die erste Kategorie ist die absolute ewige Vergebung durch Gott. Dabei wird dem Sünder einmalig die Schuld vergeben zur ewigen Errettung durch den Glauben an Christus bei der Bekehrung. Dafür gibt es im Grundtext einen expliziten Begriff, Charisomai, und diese wird ausschließlich nur für diese absolute ewige Vergebung der Schuld benutzt. Die zweite Kategorie ist die zeitliche irdische Vergebung durch Gott. Ein Gläubiger kann sich schuldig machen auf der Erde. Dies würde göttliche Regierungserziehungswege nach sich ziehen in Bezug auf die Erde. Und der Gläubige kann diese Schuld bekennen vor Gott und es wird bereinigt, es wird ihm vergeben, so dass es keine göttliche Erziehungswege nach sich zieht. Das ist eine wiederholende Vergebung, die der Gläubige in Anspruch nehmen kann. Man kann das auch als väterliche Vergebung bezeichnen. Und auch dafür gibt es einen anderen Begriff, Aphimei. Dieser ist zu unterscheiden von der ewigen absoluten Vergebung. Diese zeitlich-irdische Vergebung hat nichts mit der ewigen Vergebung zur ewigen Errettung zu tun, sondern bezieht sich auf zeitliche irdische Erziehungsmaßnahmen Gottes. Die dritte Kategorie ist die verwaltungsmäßige Vergebung durch Gläubige. Zum einen Gläubige als örtliche Gemeinde im Rahmen der Gemeindezucht. Hier geht es um das Binden und Lösen. Ein Gläubiger kann in Sünde fallen, dass Gemeindezucht nach sich ziehen kann, bis hin zum Ausschluss aus der Gemeinschaft, aus der örtlichen Gemeinschaft. Und wenn nun dieser Gläubige die Schuld vor Gott bekennt und diese bereinigt wird von Gott, kann der Gläubige wieder aufgenommen werden in die Gemeinschaft der örtlichen Gemeinde. Und dieses Prinzip ist eine administrative, eine verwaltungsmäßige Vergebung durch die örtliche Gemeinde. Ein zweiter Aspekt der verwaltungsmäßigen Vergebung ist durch einzelne Gläubige, und zwar indem die wiedergeborenen Christen das Evangelium von Jesus Christus verkündigen in dieser Welt. Das heißt, sie bringen den Menschen die Botschaft von Jesus Christus und der Sündenvergebung. Die Gläubigen haben keine Vollmacht, Sünden zu vergeben, aber sie bringen die Botschaft in diese Welt und stellen die Menschen vor die Entscheidung, Christus anzunehmen und die Vergebung anzunehmen oder nicht. Und dieses Prinzip ist eine verwaltungsmäßige, administrative Sündenvergebung durch die Gläubige, indem sie das Evangelium von Jesus Christus verkündigen. Und eine letzte ist die zwischenmenschliche Vergebung. Ja, das ist, wenn die Menschen sich gegenseitig die Schuld vergeben. Das ist die vierte und letzte Kategorie. So, für die Kategorie 2, 3 und 4 gibt es einen anderen Begriff als für die Kategorie 1. Das ist extrem wichtig, denn in manchen Versen ist genau darauf zu achten, um welche Kategorie der Vergebung handelt es sich hier. Ansonsten entstehen falsche Lehren. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, dieses Thema besser zu verstehen. Falls du noch Fragen oder Anmerkungen hast, kannst du die gerne in die Kommentare schreiben. Wenn du weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses interessante Video an.